Ja, moin moin, hier ist der Underwaterfrank mit einer neuen Fishing Planet Folge. Heute sind wir wieder am Emerald Lake, weil es hatte vor einer grauen Zeit, hatten mal welche gefragt, kannst du uns nicht nochmal zeigen, wie man die Kettenhechte mit Pose angelt? Und ja klar, mache ich sehr gerne. Also ich habe jetzt einfach mal, weil ihr müsst jetzt, bei meiner Position müsst ihr nicht so weit werfen, also ich angle nicht vom Steg aus. Aber jetzt einfach mal, ja, da könnt ihr auch die Nero 450 oder sowas nehmen oder Nero 390, das reicht auch aus. Rolle müsst ihr jetzt auch nicht so eine starke nehmen. Na, Floro habe ich jetzt mal die 03er genommen. 028er finde ich ist schon ein bisschen knapp, kann man auch nehmen. Aber ansonsten die 03er. Ja, den birnenförmigen Schwimmer habe ich genommen, weil mit dem kann man, ja, noch ein bisschen besser werfen und der treibt auch nicht so doll. Ja, und dann Haken 2-0 und ganz wichtig, der Shiner und 1 Meter Tiefe. Und ich habe jetzt mal auch bei Regen probiert und bei Wolke, habe da leider nicht so viel Erfolge gehabt, aber bei Sonne jetzt ab 15 Uhr könnt ihr auf jeden Fall die Unis angeln. So, dann gehen wir hier vorne an den an das Ufer. So, und gucken wir mal und dann gehen wir hier links vor dem Stamm. Also nicht ganz nach vorne, sonst ist er so ein bisschen weg von euch. So, und dann einfach hier durch das Schilf, durch den Baum durchwerfen. Am besten nicht ganz so weit. Also nicht volle Power auswerfen, weil ihr müsst auf 40 Meter ungefähr kommen. So, ich guck mal, wie weit wir jetzt sind. Sollte jetzt ungefähr passen. Also die Fische beißen halt ab 40 Meter. Und dann so bis 37, 36, 35 beißen die. Aber ab 40 Meter habt ihr meist, wenn ihr direkt reinschmeißt, halt auch gleich ein Zuppler, seht ihr jetzt gerade, direkt wieder ein Zuppler. Und wie gesagt, die Unix könnt ihr ab 15 Uhr auf jeden Fall angeln. So, da haben wir auch schon wieder einen Fisch dran. So, gucken wir mal jetzt hier. Bei den kleinen Fischen müsst ihr mal aufpassen wegen der Spannung. Beim Unix passiert das eigentlich eher selten, dass das, also dass die Spannung zu niedrig ist. Ja, und das ist jetzt ein normaler Kettenhecht. Und wie gesagt, ihr fangt hier auf jeden Fall Trophies und auch Unix und ja, also von 15 Uhr und gesagt wurde mal bis 19 Uhr. Ja, denke ich mal, das kann schon auf jeden Fall stimmen. Und ja, okay, alles klar. Und dann schneide ich das wieder zusammen, wenn ich den Uni dran habe. Na, ist er wieder weg oder kommt er nochmal? Mal schauen. Ob sich dem Köder nochmal nähert. Nein, scheint erstmal. Ach doch, da ist er wieder. Na, mal gucken, ob er jetzt vielleicht so beißt. War schon kurz vorm neu auswerfen. Da ist er. Bremse geht hoch. Bleibt oben. Okay. Das könnte jetzt vielleicht schon sein. Weil die Bremse so lange oben bleibt. Jetzt schwimmt er sogar raus. Oha, das könnte der Unix sein. Das könnte der Unix sein, okay. Schon krass, wie er hier gegenhält, auf jeden Fall. Haben die Unix manchmal so an sich, dass die echt stark sind. Aber jetzt muss aufpassen wegen der Schnurspannung. Nicht, dass er hier nochmal umprobiert. Na, mal gucken, was es ist. Lassen wir uns überraschen und einzigartiger Kettenhecht. Um 5.46 Uhr bei Sonne. Ja. So sieht er aus, der schöne Kettenhecht. Ja, okay, dann gucken wir jetzt nochmal. Ich drehe den mal nochmal ein bisschen hier. Vielleicht noch, ne, hier ist Schatten. Gut, alles klar. Dann gucken wir nochmal kurz ins Kescher rein, wie viel der uns jetzt gebracht hat. Der bringt 6 Gold und den habe ich jetzt mit Shiner geangelt. Ja, gut, das war dann erstmal so mein Guide zu den einzigartigen Kettenhechten. Ja, weil einige hatten halt damals nachgefragt und ja, alles klar. Dann erstmal bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frank. Tschüss.